Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolde. Ja, es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Diese Grünen, diese Politiker von den Grünen. Also wer da jetzt wieder Bockmist gebaut hat. Da baut keiner Bockmist. Das sind doch die Besten, die wir je hatten. Nein. Also wer da wieder richtig Bockmist gebaut hat und das wahre Gesicht gezeigt hat, das kannst du dir direkt nach dem Intro anschauen. So. Ja. Jetzt sagt er wieder, die armen Grünen haben wieder irgendwas vermasselt. Nee. Eine von den Grünen. Diese Knast. Ich komm schon wieder nicht. Lass mal überlegen. Ja, nicht Knast. Gymnast heißt sie, Drainatchen. Ja, was hat sie gemacht? Sie hat sich geoutet. Ich bin Diktatorin Gymnast. Ja, nicht so direkt mit den Worten, aber da war wohl mal, ne? Lass mal schnell überlegen. Irgendeiner von so einem Verband da hat mal einen Tweet geschrieben, ne? Also eigentlich nicht irgendeiner, sondern irgendeiner da von der Ernährungsindustrie. Nee, und der hat da in seinem Tweet geschrieben, dass die Deutschen und das Volk doch gefälligst mal selber entscheiden sollen, was sie essen tun. Ne? Klar. Und was hat die Tante dann da drauf geschrieben und geantwortet? Nee. Wir leben in einer Demokratie und da haben wir Politiker das Entscheiden, was das Volk frisst. So auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ja, hat sie. Also, das sind ja Zustände wie in Nordkorea. Nordkorea ist gut, hat das Volk nicht zu melden. Rein gar nichts hat es da zu melden. Eigentlich wie in Deutschland. Ihr habt nichts zu melden. Ihr habt sie gewählt, jetzt habt ihr die Fresse zu halten. Bis ihr das nächste Mal wählt. Ja, aber allein so eine Dreistigkeit, so eine Frechheit, einfach zu sagen, halt die Fresse, kleiner Mann. Du hast uns schließlich gewählt und jetzt lebt mit den Konsequenzen. Ich finde das unmöglich. Aber es sagt ja auch keiner was von dem deutschen Volk. Nee, warum sollen sie was sagen? Da müssen sie einen Arsch mal hochkriegen. Also, wenn ich was zu sagen hätte. Anders formulieren. Wenn ich mal 1-2 Millionen Anhänger hätte, die mich unterstützen würden, dann wäre die Frau nicht mehr Mitglied im Bundestag. Da wird die irgendwo von Hartz IV leben. Am besten in Ghana oder in Uganda. Weit, weit weg von hier. Oh, kann man die rausschmeißen? Ist ja eine geile Idee. Und nicht nur aus dem Bundestag rausschmeißen, aus dem ganzen Land. Finde ich gut. Ja, manchmal hat der Herr Recknerück richtig gute Ideen. Nur leider, es funktioniert nicht, weil ihr da draußen spielt nicht mit. Ihr gehorcht immer schön. Und wenn die gute Frau Künast demnächst sagt, ne, also wenn das Renatchen sagt, ab sofort werden alle Kühe und alle Schweine notgeschlachtet, weil das ist schlecht für das Klima, ne, die furzen so doll. Du musst jetzt dich vegan ernähren, dann tun das 80 oder 85 oder 90% von euch. Ja, unbegreiflich. Ihr lasst euch euer Leben diktieren. Von A bis Z. Und von Z bis A wieder zurück. Habt ihr keinen eigenen Kopf? Habt ihr keinen eigenen Willen? Armes Volk. Armes Volk.